Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir gehen mit dem neuen Song von Apache. Ihr seht schon, wir haben hier oben extrem viele Sachen geöffnet. Also, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, Freunde, lade ich euch hier herzlich ein. Seid ihr zu meiner Geburtstagsparty eingeladen, und zwar zu der Geburtstagsparty, ein Abonnent von meinem Kanal zu werden. Falls ihr das nicht verpassen wollt, Freunde, es kommen jetzt in den nächsten 3 Tagen 12 Videos online, wo wir uns die ganzen neuen Releases anschauen. So wie immer, an jedem Freitag, Samstag, Sonntag kommen die ganzen neuen Releases hier online. Also, falls ihr Bock habt, Freunde, lasst ein Abo da. Ich werde euch übrigens auch mal ein paar Apache-Reactions von mir reinballern, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet. Ansonsten starten wir jetzt mit Bläulich, produziert von Judy und Young Mash. Krass, Judy und Young Mash zusammen. Sehr, sehr nice. Ungewöhnlich eher, die beiden, für Young Mash bei Apache. Ich glaube, Young Mash hat noch nichts für Apache gemacht. Er macht ja, Young Mash macht ja sehr, sehr viel zum Beispiel für Elias. Deswegen eher Apache, untypische Richtung, aber ich bin sehr gespannt. Wir schauen noch mal ganz kurz rein. Video ist von eine Filmproduktion von Feder Musik. Directed by MVP, okay. MVP wieder da am Start. Wir hören rein, let's go! Wir rollen nach der Himmel, schimmert bläulich. Oh. Oh. Wir rollen nach der Himmel, schimmert bläulich. Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Sie sagt mir, sie findet mich so freundlich. Sonst wäre sie nicht da, denn sie ist nicht käuflich. Tritt dezentes Gaspedal und sie freut sich. Damn. Okay, ey. Okay, okay, okay. Ich glaube, dass das Video hat eine krasse Message, deswegen versuche ich da ein bisschen drauf zu achten. Sonst wäre sie nicht da, denn sie ist nicht käuflich. Tritt dezentes Gaspedal und sie freut sich. Klatsch 21 Zoll an meinen Besten. Fahren durch die Stadt offenes Fenster. Es sieht so aus, als ob die. Also, ich würde sagen, das ist seine Mom. Und seine Mom hat damals so halt alles für ihn gemacht. Er wollte irgendwas haben. Und sie hat es dann für ihn ermöglicht, auch wenn sie wenige Mittel hatten. Meinen Besten, fahren durch die Stadt offenes Fenster. Im Backstage schwimmelt es nur so von Gangstern. Der DJ spielt uns Rhythm is a Dancer. Polizeikontrolle, Officer, du täuschst dich. Der Wagen ist ab weg, so laut, du träumst nicht. AMG Emblem, es steht da deutlich. Oh. Schau in die Papiere, überzeug dich. Rapper. Ey, oha, ey, das ist vom Sound her auch einfach richtig schön, Mann. Steht da deutlich. Schau in die Papiere, überzeug dich. Rap Battles auf Parkdächern, Apache zerstört. Oh. Je nach Beat wechselt Farbe des Interieurs. Bitches schauen uns zu, sie haben davon gehört. Bin voll besoffen, Brudi, ich bin voll auf Turn. Wie kann ein Mann mit Windel so gut aussehen? Wie kann ein Mann in Windel so gut aussehen? Sie haben davon gehört. Also ich bin auch Windel-Fan, Freunde, ja? Wenn ihr mir eine Freude machen wollt, kauft mir eine XXL Pampers. Bin voll besoffen, Brudi, ich bin voll auf Turn. 30 Grad an meinem Arm, während ich Jägi Cola trink. So lange nachgedacht, soll ich sie kaufen oder nicht? Auch wenn das eigentlich ganz klar gegen mein Kodex ist, anders verschaffst du dir keinen Respekt bei dieser Oberschicht. Digga, Real Talk. Wir rollen nach der Himmel, schimmert bläulich. Ey, also er hat alle vergiftet hier. Den Respekt bei dieser Oberschicht. Wir rollen nach der Himmel, schimmert bläulich. Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Die Zeile fühle ich, Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Sie sagt mir, sie findet mich so freundlich. Sonst wäre sie nicht da, denn sie ist nicht käuflich. Tritt dezentes Gaspedal und sie freut sich. Das Video ist halt Kunst, Mann. Das Video ist Kunst. Ich glaube, beim ersten Mal hören, also mir fällt es schwer, jetzt 100% jede Metapher oder jede Symbolik hier zu erkennen direkt. Aber das Video ist auf jeden Fall Kunst. Das sieht man, da steckt so, so viel Mehrwert noch hinter. Gaspedal und sie freut sich. Klatsch 21 Zoll an meinen Besten. Damn! Durch die Stadt offenes Fenster. Im Backstage schwimmelt es nur so von Gangstern. Der DJ spielt uns Rhythm is a Dancer. Rapper, Zittermann, Apache, einmal Trapman. Schöne Frau neben mir, eine Hand am Lenkrad. Sie sagt, lieb mich auch, Baby, ich glaube fest dran. Hör doch auf damit, ich weiß, du machst es extra. Dein Ex verspricht dir Sachen, ich weiß, dass der Typ nimmt. Ey, das ist vom Sound her auch wieder richtig schön, Mann. Boot war mir ein bisschen zu gechillt teilweise, ja. Aber das ist wirklich vom Sound immer wieder so, ich weiß nicht, einfach mehr Apache gefühlt. Ex verspricht dir Sachen, ich weiß, dass der Typ nimmt. Die sollen aus dem Weg gehen, tü, tü. Lass ihn zu
weg von Frühstück. Überteuerte Suite, was für eine Frechheit. Sollte doch eigentlich gar nicht mit ihr im Bett sein. Bring mich nach Haus. Wir rollen nach See. Digga, das Video ist nice. Immer schimmert deutlich. Apache bleibt gleich, aber heute nicht. Sie sagt mir, sie findet mich so freundlich. Sonst wäre sie nicht da, denn sie ist nicht käuflich. Tritt dezentes Gaspedal und sie freut sich. Klatsch 21 Zoll an meinen Besten. Also. Fahren durch die Stadt, offenes Fenster. Im Backstage schwimmelt es nur so von Geld. Ich weiß, ich will hier nicht zu viel reininterpretieren, was am Ende falsch ist. Aber sieht so aus, die Mom hat nur geackert zu Hause, der Dad kam nach Hause, hat sich nicht geschert. Oder ich weiß nicht, ob das der Dad war oder ob er einfach nur Symbolik dafür meint, dass er früher viel Scheiße fressen musste, halt im wahrsten Sinne des Wortes so. Es könnte aber auch sein, dass das der Dad ist und der Dad halt sich gar nicht gekümmert hat, gar nicht da war. Und die Mom sich abackern musste, aber der Vater halt gar nicht da war, so gesehen, ja. Dezentes Gaspedal und sie freut sich. Klatsch 21. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das seine Mom sein soll, weil er in älteren oder in anderen Songs schon öfter mal gesagt hat, dass seine Mom öfter mal... wo war das, glaube ich, 2002? 2002 war es das da mit Sido zusammen, wo er gesagt hat, meine Mom kauft mir ein Eis, aber für sich kauft sie einen Scheiß, irgendwie so war die Zeile. 20 Zoll an meinen Besten, fahren durch die Stadt, offenes Fenster, im Backstage schwimmelt es nur so von Gangster. Ja, Mann, und jetzt von dem Geld hat sie ihm so Wachsmalstifte gekauft, um ihm eine Freude zu machen. Der DJ spielt uns Rhythm is a Dancer. Das ist krass, Mann. Das ist ein ganz krasses Musikvideo. Und jetzt hat er endlich den Wagen. Ja, Mann. Ich weiß nicht, ob das wirklich seine Mom ist. Aber er hat auf Instagram, ich bringe jetzt nicht, das nachzugucken, aber auf Instagram hat er das Bild von diesem Auto gepostet und hat irgendwie geschrieben, irgendwas mit seiner Mom, auch so einen langen Text, dass er den immer haben wollte. Jetzt hat er den Wagen einfach. Das ist ein schönes Lied, Mann. Ey. Das muss man ein paar Mal öfter hören und auch gerade das Musikvideo ein paar Mal öfter sehen, glaube ich, um alles zu verstehen, was er meint. Aber das ist nice, Mann. Für mich ist es auf jeden Fall so einfach an seine Mom ein Lied auch. Um Danke zu sagen. Sie war immer an seiner Seite so. Sie war immer an seiner Seite, war immer für ihn da. Und hat immer hart gearbeitet. Und jetzt, bestes Face an der Stelle bei dem Typen. Jetzt kann er ihr ein bisschen was zurückgeben oder kann zeigen, dass er seine Träume auch verwirklichen kann. So. Geiler Song, auch vom Sound her wieder. Was sehr, sehr nice ist irgendwie mal. Auf jeden Fall Props an Judy und Young Match auf den fetten Beat. Und schönes Musikvideo. Auch gerade die Szene im Bett, wo er so unter die Matratze durchgezogen wird, sah sehr, sehr wild aus. Hat mir sehr gut gefallen. Nices Ding auf jeden Fall, Freunde. Schreibt mal eure Meinung zum Track gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.